Hallöchen, meine Freunde, und willkommen zum Supermarket Simulator. Jawohl, ich habe ja gesagt, ich will noch ein Abschlussvideo machen und das wird es definitiv sein. So, erstmal zum Anfang. Ich habe knapp 130 Spielstunden in das Spiel investiert und ja, das hört sich viel an, aber wenn man, sag ich mal, immer so 5 bis 6 Stunden im Stream in das Spiel steckt, geht die Zeit ziemlich schnell rum und die andere Zeit habe ich eigentlich eher mit Geldfarmen verbracht, damit wir am Ende noch die Größe holen können. Und ja, ihr seht es. So, was noch ist, wie gesagt, ist viel Geldgefarme gewesen. Und ich sage es auch so, wie es ist. Ohne Mods wäre mir das Spiel ziemlich langweilig geworden. Thema Mods. Also, ich habe die Scanner-Mod drin. Ich habe die Unlimited-Ware drin. Also, dass man halt anstatt nur 10 Sachen kaufen kann, mehrere Sachen kaufen kann. Dann habe ich noch den Restocker, also die hier, das Limit erhöht, weil 4 bei einer Größe des Supermarktes oder bei einem Warenangebot einfach nicht mehr hinterherkommen und du musst meistens immer eine halbe Stunde warten, bis du den nächsten Tag einbrechen kannst. Ist totaler Quatsch, deswegen kann man mit H und mit F kann man sich Restocker nachkaufen und verkaufen. Ich habe jetzt aktuell 14 Restocker, weil es kommen sonst nicht hinterher und du musst halt sonst immer ewig warten und das ist halt einfach super mühsam und das ist einfach verschwendete Zeit, finde ich. So, ansonsten haben wir noch die Lagerumbau-Mod. Dazu kommen wir gleich. Jetzt seht ihr mal, wie das jetzt hier so alles schön aussieht. Aber das zeige ich euch alles gleich. Und Autolight habe ich noch. Das liegt aber eher daran, dass ich halt meinen Supermarkt umgebaut habe. Und ich leider die Tür und den Lichtschalter zumachen musste. Deswegen haben wir die Autolight-Mod drin. Und ab 18 Uhr schaltet das Licht natürlich auf hell. Und den Kassierer-Speed habe ich drin. So, das heißt, die können 1,5% schneller, nee, 1,5-fache an Speed kassieren sie schneller und sie kassieren doppelte Gegenstände. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier Reis habe, 3 Reis und 2 Honig, kassiert er die 3 Reis mit Eimer und die 2 Honig mit Eimer. Die ganzen Mods werde ich euch alle unten verlinken. Das heißt, ihr könnt alle dann selber besitzen und selber holen. Natürlich, wie ihr sie installiert und sowas, da gibt es tonnenweise Videos und tonnenweise Erklärungen und außerdem steht es ja unten alles drin in der Videobeschreibung, beziehungsweise nicht in der Videobeschreibung, in der Mod-Beschreibung, dass ihr das dann sozusagen ändern könnt. Was habe ich noch? Ach so, und ich habe noch eine Umbaumod drin, dass ich, sage ich mal, hier über Eck geht's, aber dass man zum Beispiel hier ein bisschen die Regale in die Wand reinbauen kann und sich die übereinander stellen kann. Oder dass man sie auch draußen hinstellen kann, wie hier die Chips zum Beispiel. So, ich würde sagen, wir gehen mal kurz ins Lager. Und dann seht ihr das auch schon. Es ruckelt auch ein bisschen. Das liegt aber daran, dass es halt so viel ist. Ne? Wenn man alles hat und alles wirklich schön umgebaut hat und so, dann ist die Performance leider für den Arsch. Das Problem ist sogar, wenn man mit Licht, also wenn man das Licht anmacht und ganz viele Gäste da sind. Ich habe ungefähr jetzt 120, 130 Gäste da. Dann ist das ein teilweise ruckelfest und es macht dann auch nicht so viel Spaß. Deswegen, ja. Also, wir sind im Lager. Das Lager ist im Endeffekt, ihr seht es schon, man kommt hier so ein bisschen so in die Ecke rein. Ich habe alles ein bisschen so gebaut, dass wir sehr viele Produkte haben, dass wir von jedem mindestens, ich wollte am Anfang war es so, dass ich von jedem ein Regal baue. Das funktioniert nicht. Egal wie ihr es stellt, es funktioniert nicht. Außer natürlich, ihr stellt es hier alles noch eng. Hier unten alles eng, aber das sieht dann einfach scheiße aus. Deswegen habe ich gedacht, nee, wir bauen das mal so. Deswegen, hier sind zum Beispiel Tierfutter. Dann habe ich hier die Halbier, da spart man schon mal ein Regal. Hier ist alles Bücher, das ist alles Bücherkram. Ihr merkt auch schon, die Performance beim Laufen und so ist natürlich nicht geil, ne? Das ist aber normal, also das ist wirklich leider normal. So, ansonsten hier sind Bücher, dann habt ihr hier Öl, Pfeffer, Salz, Butter, dann haben wir die Soßen hier. Ich gebe euch gerade einen Anreiz, wie ihr es zum Beispiel bauen könntet, falls ihr denkt, oh, scheiße, wie kann ich das bauen und so, ne? So, dann haben wir hier Pizza, 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 dann haben wir hier die Chips. Bis hierhin, also die 3, wie gesagt, ihr merkt das schon immer so mal, diese Performance-Probleme. Ne? Wenn ich nach rechts gehe, dann habe ich immer so einen Mini-Stutter, Mini-Ruckler. Kann sein, dass es nur bei mir ist, aber ich habe auch schon bei anderen gesehen, wenn ihr zum Beispiel diese Lagermod habt oder irgendwas, oder wenn es gerade richtig Rambazamba in euren Laden ist, dann funktioniert das nicht. So, ansonsten haben wir hier Sushi, dann haben wir hier die Eier, dann haben wir hier zum Beispiel so Hummus, Thunfisch und Sour Cream. Also eigentlich ist hier nur Hummus und Sour Cream. Thunfisch haben wir da hinten, das zeige ich euch auch gleich noch. Dann haben wir hier Kaffee, Joghurt, Tee, Puderzucker, dann nochmal Puderzucker. Hier ist die Schoki, dann haben wir hier noch den Kuchen. Was haben wir hier noch? Noch mehr Kuchen, Kartoffelpüree, Reis. Ja, ich kenne die ganzen Sachen leider auswendig, weil wenn du das so lange spielst, dann kennst du fast jedes Produkt.
hatten hier sowas wie Nutella. Oh, Nutella. Haselnusscreme. Dann haben wir hier Peanut Butter, Honig, Nudeln, 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 alles Nudeln. Hier haben wir Mehl, dass das so ein bisschen sortiert ist mit Nudeln und Mehl, ne? Dann haben wir hier Brot, also Toastbrot, Pommes, Kakao, Zahnpasta, Parmesan und Käse. Ist alles hier. Dann haben wir hier Fisch, Fleisch, nochmal hier Mozzarella und das hier nochmal Käse. Also hier haben wir Fleisch. Das alles ist Fleisch. Und hier Cornflakes. Was haben wir hier noch? Das ist auch nochmal Fleisch, so Hähnchenboiler. Genau, Cornflakes. Dann haben wir diese komischen Sashimi-Sticks, diese meistens immer in Sushi reinrollen. Komischen Fischdinger. Warte, das kann ich euch mal zeigen. Geht das Cornflakes? Ja, meins sind direkt den falschen gegriffen. Wo war's? Hier. So, hier, diese komischen Sticks. So, dann haben wir hier nochmal sowas wie Puderzucker. Es hat halt nirgendwo anders hingepasst, deswegen musste ich das da einbauen. Hier ist nochmal Rohrzucker und hier ist Thunfisch. Genau, dann haben wir hier die ganzen Reiniger. Hier das ganze TK-Zeug. Das hat auch alles ganz gut gepasst. Hier so Moussaka und sowas halt. Das gleiche ist hier. Da haben wir hier nochmal Eis. Hier ist nochmal so Moussaka oder Lasagne. Vielleicht bessere erklärt. Und nochmal Eis. Das gefällt mir zwar nicht, aber es geht halt nicht anders, ne? So, dann habe ich hier unten drunter den Kaufding gestellt. Ansonsten haben wir hier nochmal so Reinigungsmittel und hier sind dann die ganzen großen Kisten. Hier auch nochmal so Reinigungsmittel, 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 Reinigungsmittel und hier ist das ganze. Achso, hier ist noch Hähnchen dazwischen, weil das sind halt große Kisten und die Kartoffeln. Und dann haben wir hier so Klopapier und dieses Zewa-Papier, das kennt ihr ja auch, ne? Ansonsten, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wo die Getränke sind. Die habe ich komplett ausgesondert. Die sind hier oben. Ich habe eine ganze Reihe, fast eine ganze Reihe voll Bier. Habe ich ein bisschen übertrieben, das weiß ich selber. Ich glaube zum Beispiel, die beiden hätte ich gar nicht gebraucht. Und hätte ich das noch ein bisschen geschoben, dann hätte ich das hier in der Mitte nicht. Aber das ist Quatsch. So, dann haben wir hier nochmal, wie gesagt, Bierfässer, Bierfässer, Bierfässer. Dann hier so Bierkästen. So diese Sixpacks, diese Einzelbiere und so weiter. Whisky, Wodka. Ihr seht es halt, wie gesagt, auch immer, wenn ich laufe, dann habe ich immer so einen Stutter. Das ist aber durch irgendeine Mod ist das so. Aber das ist nicht schlimm, das geht nach der Zeit irgendwann weg. So, dann fängt sich das und dann ist das weg. So, ansonsten haben wir hier, wie gesagt, Wodka, Whisky, Wein ist hier größtenteils. Dann haben wir hier nochmal Wodka und hier sind die ganzen Wasser, ist bis hierhin. Also die drei sind Wasser. Dann haben wir hier Soda, Cola, noch die ganzen Dosen und Milch und O- und A-Saft. So. Also wir haben alles gelagert, was es gibt. Es ist wirklich kein Produkt fehlt. Wir haben alle Produkte gekauft. Wir haben alle Lizenzen und so weiter. Also, ihr könnt mal gucken. Wenn wir zum Beispiel, wenn wir jetzt in die Verwaltung reingehen, Lizenzen haben wir alle. Rechnungen alle bezahlt. Wachstum haben wir alles. Eingestellt haben wir auch alle. Lagerhaus ausgebaut. Und Anpassung gibt es leider nicht. So. Dann hier das S-Expansion ist halt oben das Gebaute. Ne? So. Das ist halt, wenn ihr die Mod installiert. Wie gesagt, ich verlinke euch das alles unten in der Beschreibung. Wenn ihr das haben wollt. Aber ich gebe euch den Rat, so bis Level 35 habe ich gespielt ohne Mods. Und dann wurde es einfach so unangenehm ohne Mods. Dann habe ich gesagt, komm, installierst du Mods, weil dann ist der Spielfluss halt auch drin. So, ihr seht es zwar nicht, aber hier sind welche geklonten drin. Das heißt, diese Einräumer kannst du halt klonen. So mit H und F. F kannst du feuern und H kannst du wieder einstellen. Das heißt, die sieht man nicht. Die stehen hier mit drin. Also du hast immer nur die vier stehen, aber insgeheim sind hier noch 10 dahinter. Du kannst so viele einstellen, wie du willst, aber irgendwann ruckelt's. So, dadurch, dass drin kein Platz mehr ist, habe ich draußen die Chips hingebaut, ne? So, klar, jetzt werdet ihr sagen, was hast denn, wie hast du den Laden aufgeteilt? Ich weiß, ich habe den nicht wahllos aufgeteilt, sondern ich habe es so aufgeteilt, wie es gepasst hat. Ach so, eins vorweg noch, die Einräumer, die gehen nicht durch die Tür, die gehen jetzt immer außen lang. Das heißt, die Tür könnt ihr ruhigens gewissen zubauen. Und dadurch, dass wir die Autolight-Mod drin haben, können wir den Lichtschalter auch zubauen. So, ihr seht es ja auch ein bisschen. Ich musste halt ein bisschen auch improvisieren, weil der Platz irgendwann nicht mehr erreicht hat bei den ganzen Sachen. Und ich habe auch eine gewisse Maß angenommen. Also ich habe eine gewisse viele Produkte oder viel übertrieben. Ne? Deswegen ist das auch ein bisschen ausgeartet. Hätte ich alles ein bisschen zusammengeschoben, zum Beispiel hier hätte ich auch nur halbe Regale machen können, dann hätte ich auch viel mehr Platz gespart. Wollte ich aber nicht. So, wie gesagt, hier draußen sind die Chips. Dann haben wir hier Öle. Dann haben wir hier nochmal Whisky, Wein. Hier haben wir auch nochmal Whisky.
Noch mehr Wein, noch mehr Wein, Wodka. Hier sind die Biere. Sieht so wild aus, ne? So. Hier ist das Bier. Dann haben wir hier die Dosen. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist diese Ecke hier. Aber sonst echt ganz cool. Dann haben wir hier die ganzen Biere noch. Dann hier Saft, Fleisch. Ich habe für jeden Part habe ich einen Kühlschrank. Hat geklappt. Frag mich nicht wie, aber es hat geklappt. Es hat auch ganz lange gedauert. Im Stream haben wir das gebaut. Deswegen ist das ganz wild gewesen. So, ansonsten haben wir hier noch Fleisch, 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 Fleisch. Hier sind die ganzen Dosen. Hier ist der Käse. Alles bis hier hinter. Dann haben wir hier von jedem einen Sushi. Hier haben wir von jedem einen Joghurt. Ihr seht auch manchmal, dass hier immer einer fehlt. Ne? Die Einräumer, die räumen immer erst ein, wenn zwei fehlen. Für die Leute, die sich da mal gefragt haben. Die räumen immer nur ein, wenn hier zwei Sachen fehlen. Also wenn jetzt hier der hier weg ist, kommen die angelatscht und räumen den Rest ein. So. Dann hier Milch, Butter und den ganzen anderen Fraß. Also hier diesen, kennt ihr ja diese Lasagne und diese Alufolien essen, ne? So, dann haben wir hier Eier, Milch noch mehr. Da habe ich irgendwie zwei Regale gemacht. Obwohl eins gereicht hätte, aber es sah irgendwie cooler aus. Mehle, Salz, Pfeffer. Und hier sind zum Beispiel Brote. Und hier sind die ganzen TK-Waren. Ich springe jetzt mal drauf, damit ihr das mal seht. Ansonsten Pizza, Pizza. TK-Ware, Eis, Hähnchen. Also TK-Ware meine ich ja immer damit diese Tüten, ne? Und diese Tüten sind ja eigentlich gefroren. Deswegen weiß ich nicht, warum das hier so ist. Also warum das Hähnchen hier gefroren ist, weiß ich nicht. Ja, klar, die ganzen Sachen sind gefroren, Freezer sicher. Aber das Hähnchen, ja, halt irgendwie nicht gefroren aus. So, ansonsten Pommes und so weiter. So, dann gucken wir mal hier. Kartoffeln. Hier haben wir die Schoki und den Kuchen. Dann haben wir hier nochmal so den Kakao und die Süßigkeiten. Hier seht ihr das ja, dass ich zum Beispiel das Regal reingebaut habe. Anders hätte es nicht funktioniert. Somit ist das ganze Tierfutter hier. Cornflakes, Nudeln, Puderzucker. Ich muss das halt ein bisschen mixen, sage ich jetzt mal nicht so. Aber ich muss das jetzt ein bisschen, wie gesagt, improvisieren, damit es auch noch schön aussieht. Ne? Deswegen ist da auch manchmal so eine Lücke, wo ich eigentlich keine hinbauen wollte. Aber es sieht halt cool aus. Zumindest ist es meine Meinung. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet, wie ihr das Design findet, ob es euch so gefällt oder ob ihr sagt, boah, nee, ich hätte es ganz anders gebaut. Die Ecke gefällt mir natürlich nicht. Das liegt aber daran, dass hier so ein Pfeiler ist. Hätte ich das schräg gebaut, hätte nicht funktioniert, weil die Winkelung von dem Teil ist leider nicht so schön gemacht. So, ansonsten haben wir die Soßen, Honig und den ganzen Dingskram. So, hier haben wir dann noch Klopapier und das Zewa. Und hier Kaffee und Tee, Puderzucker haben wir da auch noch was. Warum das leer ist, weiß ich nicht. Eigentlich habe ich das aufgefüllt, aber das ist ja egal. Das gehört eigentlich zusammen. Und hier sind die ganzen Reiniger. Hat alles super gepasst. So, wenn man das ein bisschen ordnet und sich da mal so einen kleinen Plan macht. Ich habe mir sogar aufgezeichnet, wie ich was baue. Hat nicht funktioniert, sage ich euch so, wie es ist. Weil irgendwie es von der Größe her nicht mehr. So, dann haben wir hier noch die ganzen Bücher. So ein kleines Bücherregal gebaut. Hier die ganzen Wasser. Hier vorne müsste noch Sprite stehen. Ansonsten haben wir hier Cola. Hier fehlt auch wieder eins, warum auch immer. Das war eigentlich alles voll, aber naja. So, hier auch noch Cola. Hier haben wir dann nochmal so eine kleine Ecke. Also hier so rum und dann hier so eine kleine Ecke eingebaut. Da ist nicht schön, man kommt hier nicht ran. Aber es ging nicht anders. Könnte das jetzt hier noch so rüberschieben, es funktioniert auch nicht so. Weil dann wäre diese Kante irgendwie drin und das funktioniert nicht so ganz. Ne? So. Ich habe es wirklich minimal alles gebaut. Ja, ich hätte jetzt hier noch ein bisschen zusammenrücken können, alles rüberschieben. Hätte das vielleicht nur irgendwie mit Hängen und Würgen gepasst, aber. Ja. Wie gesagt, an die Tür kommt man als einziges. Also man kommt ran, ne? Man kann die aufmachen. Aber, also man kann sie nicht aufmachen. Im echten Sinne, aber ihr wisst schon, was ich meine. So, ansonsten haben wir noch hier die Kassen. Das funktioniert. Man glaubt es nicht, aber es funktioniert. Die Leute stehen ineinander. Also die stehen zwar ein bisschen enger, aber die stehen halt ineinander. Schöner ging es leider nicht. Und dadurch, dass man halt die eine Mod drauf hat, dass man die Sachen so stellen kann, wie man will, kann man das auch so schön hier so in die Ecke packen. Ne? Das ist im Endeffekt mein Laden. Habe alles eigentlich recht für mich gut ausgemessen. Natürlich so manche Ecken wie die oder die hier drüben ist nicht schön, aber es funktioniert.
Und ja, ich warte mal auf ein Update, dann werden wir hier weiterspielen. Ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Natürlich schreibt mir in die Kommentare, wie ihr den Laden findet. Hättet ihr was anders gemacht? Ich gehe mal davon aus, dass ihr die Regale wahrscheinlich halbiert habt, hättet, aber ich wollte es einfach ein bisschen größer machen, wollte alles ein bisschen maximieren. Und ich hoffe, dass noch ein paar Erweiterungen kommen für Supermarket Simulator. Ansonsten, Leute, danke fürs Zuschauen. Bewertet natürlich das Video. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch gerne freuen, auch wenn ich das immer ungerne sage. Und schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den Laden findet. Auto nervt. Wie ihr den Laden findet. Und ja, wie ihr euren gebaut habt, würde mich auch interessieren. Ansonsten, so sieht ein Level 99 Laden aus, wenn er mal fertig ist. Danke fürs Zuschauen. Haut rein und habt einen schönen Tag.